Wien ist ein startup-freundliches Bundesland. Vielleicht neben Wien das startup-freundlichste. Wir haben über 6.500 Gründungen jedes Jahr und die reichen dann wirklich von bis über IT, bis Industrie hinein, bis Life Science. Das heißt, da gibt es ein sehr großes Umfeld, was der Andreas später noch im Detail beschreiben wird, was euch dabei unterstützt. Analog Berlin. Ein großer Unterschied ist aber der, das habe ich heute auch noch besprochen mit einem Stefan von anderen Startup heute, ist, dass wir, und das wäre eigentlich mein nächstes Thema, ist die Fachkräftebindung. Fachkräfte, die sucht, glaube ich, in Zentraleuropa aktuell jeder händeringend, vor allem IT und andere Gefilde, da mangelt es stets an Fachkräften. Aber in Österreich haben wir einen kleinen Unterschied, dass wir seit jeher auf eine Schiene setzen, die in Deutschland nicht wirklich gearbeitet wird. Und das ist die Schiene zwischen den Azubis, wie ich in Deutschland sage, bei uns als die Lehrlinge, und die Schiene zwischen dem universitären Bereich. Das heißt, diese Schiene ist bei uns eine ganz, ganz wichtige, die sogenannten Mittelschulen, die mittleren berufsbildenden Schulen. Wir sprechen dann von Handelsakademien, von höheren technischen Lehranstalten. Wir haben allein in diesem Segment über 250 solcher Bildungseinrichtungen in uns in Niederösterreich. Die haben aktueller Stand 118.000 bis 120.000 Schüler. Und das ist für euch zur Vorstellung, das ist zum Beispiel, ich habe selber eine solche dieser Schulen besucht, in Wien damals noch, das ist eine höhere technische Lehranstalt, man kommt dann mit 18, 19 Jahren aus so einer Bildungseinrichtung raus, hat einen Ingenieur schon in der Tasche, das heißt, man hat schon einen Titel, und man ist bestens auf diesen Job ausgebildet. Man geht ein Jahr länger in diese Bildungseinrichtung als zum Beispiel ein Gymnasium, aber man ist perfekt auf die Berufswelt ausgebildet, wo viele unserer Unternehmen und Hidden Champions sind deswegen so stark gewachsen, deswegen so kompetitiv international, weil sie eben diese mittlere Schiene zu Genüge abziehen können und zu Genüge Ingenieure und junge Wirtschaftstreibende ins Unternehmen holen können, ob es jetzt die Versicherung ist, ob es jetzt die Bank ist, da gibt es genug ausgebildete Fachkräfte. Daneben nach wie vor auch die Lehrlinge, ein wichtiger Schlag, in der es dann kommt, eben diese Schiene mit Master und Bachelor auf unsere Universität. Weil die Universitäten, wenn man sich das anschaut, davon haben wir ganze 14 in Niederösterreich, auch hier deutlich überdimensioniert, klar mit dem Ziel, ein Angebot zu schaffen, was durchaus auch international anzieht, dass man zu uns nach Niederösterreich kommt, dort studiert, dort fertig studiert und vielleicht dann sich im Bundesland hoffentlich verliebt und auch bleibt. Das heißt, das ist so ein bisschen die Strategie dahinter und die geht seit Jahren auf. Ihr Deutschen seid ja unsere Lieblings- und auch größte Migrationsgruppe. Über 240.000 Deutsche leben bei uns in Österreich und das aus gutem Grund, weil es sich gut leben lässt, weil man ein gutes Bildungssystem genießt. Und das sind all die Themen, die auch in etwas ummünzen, was ich jetzt zum Ende meines Parts noch nennen möchte, ist eben diese Lebensqualität. Wir sind, ihr habt es sicher schon gehört, Mörserstudie und so weiter und so fort. Da wird jedes Jahr Wien als Nummer 1 weltweit ausgezeichnet. Was aber so ein bisschen untergeht in diesen Wirtschaftsmeldungen ist, dass Gesamtösterreich und damit vor allem dann auch Niederösterreich als Kernstück, als Kulturzentrum Österreichs, eben immer wieder die Nummer 1 weltweit in der Lebensqualität ist. Und jetzt ist es über Jahre lang so ein bisschen dahingedümpelt als, ja, nice to have, ja, sag ich mal, ein Softfact, wie wir Wirtschaftsagenturen das nennen würden. Ich würde es aber mittlerweile wirklich als Hardfact bezeichnen, denn vor allem Startups, Scale-Ups, wenn sie gründen, wenn sie nach Österreich gehen, ihr sucht ja Talente, ihr wollt ja genauso smarte und innovative Menschen an Bord haben, wie sie vielleicht in Deutschland schon haben. Ihr seid soweit, ihr habt vielleicht eure 10, 15 Mitarbeiter, der Marktsprung ins Ausland steht bevor und dann schaut sich Österreich an. Und dort werdet ihr sich finden, weil, wie gesagt, weil die Ausbildung da ist, aber auch weil die Lebensqualität da ist. Und das ist immer wichtiger. Wir sind mit sehr vielen Unternehmen in Kontakt, die sagen, ich finde die Leute nicht, ich suche die, und es hat sich auch der Arbeitsmarkt gedreht. Das heißt, der Mitarbeiter, die schon bestens ausgebildete Fachkraft, die bestimmt, wo sie arbeiten möchte. Und die will vielleicht nicht nach Indonesien oder in die USA oder wo immer. Sie möchte dort leben, wo ein Top-Gesundheitssystem vorherrscht, Top-Sozialsystem, wo die Kinder eine richtig gute Ausbildung haben und wo vielleicht auch die Gattin oder die Partnerin dann auch einen guten Job findet oder vielleicht auch das Sozialsystem für eine gewisse Dauer aufgefangen wird.
Und all das gibt es in Österreich und genauso in Niederösterreich. Und all das zählt das Quality of Life. Deswegen sind wir da eben Nummer 1 platziert. Und das ist für mich eben ein ganz, ganz wichtiges Argument, um auch für euch nicht nur eure Mitarbeiter halten zu können, wenn ihr nach Niederösterreich geht, sondern auch in Zukunft neue talentierte Mitarbeiter aus allen Herren Ländern anwerben. Also wir haben ganz, ganz viele Startups, die international zusammengestellt sind, die in Niederösterreich und auch in Wien zu Hause sind, weil sie sagen, es funktioniert. Es passt für uns, hier fühlen wir uns wohl und heimisch.